zum nächsten Spiel. Austria gegen Ried. Die beiden liegen in der Tabelle gar nicht weit auseinander. Der Fünfte gegen den Siebten. Das hätte man zu Beginn der Meisterschaft auch nicht geglaubt. Und die Wiener Austria hat zuletzt eigentlich irgendwie eine Heimflaute gehabt. 4 Spiele, nur ein Sieg, 3x0:1 und gegen Ried überhaupt noch nie ein Tor erzielt. Und Horst Rubisch, der muss heute noch auf einen jungen, talentierten Spieler verzichten, nämlich auf Michael Wagner, aber er hat sich PR-mäßig betätigt und er hat CDs für die Austria-Fans vor dem Stadion verkauft. Und er hat sich sichtlich wohlgefühlt in dieser Rolle. Die Austria muss nicht nur auf ihren Spielmacher Michael Wagner, sondern auch auf Flügel, Schmidt und Hacker verzichten. Ja, was die Statistik betrifft, haben Sie es gehört, spricht eigentlich gar nichts für die Austria. Und ehrlich gesagt, auch was die Anfangsphase betrifft, spricht nichts für die Wiener. Stanislav Lewitsch, wir sind in der 5. Minute. Kommt noch einmal eine Ball. Foul von Walter Kogia und Schiedsrichter Almer entscheidet sofort auf Elfmeter für Ried, gibt Kogia die gelbe Karte. Schauen wir uns in Zeitlupe noch einmal diese Aktion an. Eine unglückliche Attacke, aber wohl zu Recht auf Elfmeter entschieden. Leschiak und er scheitert an Wohlfahrt, der entgegen anderer Gerüchte doch heute im Einsatz ist nach seiner tadellosen Leistung im Länderspiel gegen Ungarn. Und an diese Leistung scheint er heute vom Beginn an anzuschließen. Also, nichts geschehen für die Austria. Eine Minute später, Foul von Pfeffer an Waldhör. Und das gibt die rote Karte für Pfeffer. Nach 6 Minuten die Austria bereits dezimiert. Und eine Entscheidung ist bereits für die Austria-Fans gefallen. Der Minusmann des Tages heißt Johann Almer. Kommt aus der Steiermark und hat eigentlich, wie die Zeitlupe zeigt, richtig entschieden. Und Andreas Ogris, wie man ihn kennt, nicht zu stoppen. Diesmal nicht, was das Läuferische betrifft, sondern was seinen emotionalen Zustand betrifft. Die Austria also nur noch zu 10. Leitner übernimmt den Defensivpart des ausgeschlossenen Pfeffer. Knapp 20 Minuten sind gespielt, als es diesen Weitschuss von Belaic zu sehen gibt. Die Hektik der Anfangsphase lässt nach, aber auch das Tempo und die Spannung. Ried, trotz der numerischen Überlegenheit, weiterhin eher defensiv auf Konter eingestellt. Mraz nach Pass von Stanislav Jevic. Und Leschiak per Kopf. Eine Aktion von internationalem Standard. Ja, und die Rieder spielen nicht nur im Konzert der Großen mit, fußballerisch, sondern auch was die Slogans betrifft, nähern sie sich schon den Großstädtern. Dann diese Aktion der Austria. Mjelde wartet. Und ein präziser Schuss, den Torhüter Ungar gerade noch halten kann. Norweger wieder von Beginn an dabei, stärker als man es eigentlich in letzter Zeit von ihm gewöhnt ist. Wieder Ogris. So richtig heiß, will auch sehr viel allein machen. Hier war er zu eigensinnig, aber Mjelde erkämpft den Ball für die Austria wieder. Rachimov. Ogris. Hat auffallend viel Platz. Leitner lässt den Ball etwas weit abspringen. Immer wieder auch technische Fehler bei der Austria zu bemerken. Es bleibt weiterhin bei 0:0. Mraz, Pavel Mraz, der Tscheche. Hätte mehr draus machen können. 2400 Zuschauer nur im Hauptstadion. Sehen wir die Austria knapp vor der Pause etwas stärker wird. Leitner, der Ball ist ihm abgerissen, Mjelde zur Stelle und das 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte.
eigentlich aus dem Nichts. Man merkt, Leitner ackert ein bisschen um. Und Mjelde steht goldrichtig, das erste Tor der Austria überhaupt gegen Ried. Und die drei frischen Herren freuen sich natürlich. So sieht das Austria-Mittelfeld also in Zivil aus. Herr Reutinger, warum hat Ihre Mannschaft mit einem Mann mehr nicht mehr auf Offensive gesetzt in der ersten Spielhälfte? Ja, wir wollen einen Punkt holen. Wir wissen, wir müssen da Geduld bewahren. Leider wurden wir bestraft durch dieses etwas glückliche Tor. Unser Ziel ist nach wie vor einen Punkt zu holen. Ich hoffe, es gelingt es. Ist es nicht ein bisschen feig, mit einem Mann mehr nur auf einen Punkt zu spielen? Es ist feig, aber zweckmäßig. Ja, und der ehrliche Ried-Trainer Reutinger bringt nach der Pause Dampfhofer und Hannemann für Waldhör und Ieder. Und nach der Pause Ried optisch zumindest überlegen. Stanislav Ljevic mit diesem Freistoß und Dampfhofer eben ins Spiel gekommen mit diesem Kopfball an die Stange. Viel Pech für die Oberösterreicher. Wir sehen, Wohlfahrt weiß gar nicht so recht, wie ihm da geschieht, hätte keine Chance gehabt. Aber Austria bleibt 1:0 in Führung. Horst Rubesch wird immer unruhiger. Gelde, gut gemacht. Auflage für Daumantos, aber der kommt nicht so recht an den Ball. Die Austria ist es nun, die auf Konter spielt und sie macht das recht geschickt. Gelde, beinahe mit Tor Nummer 2. Auch er trifft nur Metall. Weiter Pass von Kogler, Ogris verlängert, Mjelde und 2:0. Wie hat er denn das angestellt? Die Frage stellt sich, war es Absicht oder nicht? Schön war es in jedem Fall, liebe Fußballfreunde. Mjelde mit Tor Nummer 2 krönt seine wirklich starke Leistung an diesem Nachmittag und fixiert die Entscheidung in diesem Spiel in der 75. Minute. Foul von Hahnemann an Leitner und der Rieder sieht dafür gelb-rot. Numerisch damit die Ausgeglichenheit wiederhergestellt. 10 gegen 10 ab der 80. Minute. Auch diese Entscheidung von Schiedsrichter Almer richtig. Schönes Versal war das von Ogris. Pakult. Riesenchance von Leitner auf das 3:0. Diese Szenen zeigen, wie emotional geladen der Andreas Ogris ist. Und er spielt auch die Hauptrolle in der letzten Aktion dieses Spiels. Denn nach diesem Foul an Ogris sieht Drechsel, der zuvor schon gelb gesehen hat, gelb-rot. 10 Austrianer schlagen 9 Rieder verdient mit 2:0. Wie ist das so mit den Emotionen, Andreas Ogris? Bei mir ist es ja so, dass er zeitweise alles ausschaut, aber es ist dann Gott sei Dank auch so, dass ich mich noch rechtzeitig da habe. Ich glaube, jetzt bin ich in ein Alter gekommen, wo ich mich zwar noch immer irrsinnig ärgern kann über solche Sachen, aber dann trotzdem schlussendlich mit Donner zum rechten Zeitpunkt wieder beruhigt und an der roten Karte vorbeigehe. Ja, es war sicherlich die schlechteste Leistung meiner Mannschaft, seitdem wir in der ersten Division spielen. Austria hat nicht sehr gut gespielt, aber unsere Leistung war katastrophal. Nein, man soll doch nicht auf einen Punkt spielen, das geht meistens ins Auge. Also 2:0 die richtige Torwette, wenn Sie Toto getippt haben, und der richtige Tipp 1. So, und ich freue mich, dass ich jetzt den Toni Pfeffer bei mir begrüßen darf. Er ist der Sünder, der in der 7. Minute ausgeschlossen wurde, dadurch konnte er auch relativ schnell zu uns kommen. Resümierend kurz einmal zu dem Spiel, müsst ihr 10 sein, damit ihr eigentlich mehr lauft und gut spielt dann? Ja, ich glaube, das hat man schon öfters gesehen, dass wenn einer ausgeschlossen wird von der eigenen Mannschaft, dass sie die Spieler dann steigern. Irgendwo im Hinterkopf ist drinnen, dass man um den einen Mann mehr laufen muss, ja. Und scheinbar ist es wirklich so. Das zittert man aber ein bisschen mit draußen. Ne? Ja, sicherlich. Ich bin also ein Mensch, der heute halt gar nicht zuschauen kann. Im Speziellen nur dazu hat man dann ein schlechtes Gewissen natürlich auch. Echt, wenn man der Mannschaft ein bisschen geschadet hat. Ne? Das ist ganz klar, ja. Dabei hat es eigentlich recht gut begonnen. Das können wir uns vielleicht jetzt anschauen.
Es hat eine Szene gegeben, wo der Kogler-Walter, war das zu geben, Toni? Ja, ist sicherlich eine Situation, wo man Elfmeter geben kann. Und der Franz ist momentan wieder Michi Konsl in einer super Form, beide haben es im Team bewiesen, fischt den Elfmeter raus. Was glaubt man da in dem Moment? So, jetzt läuft es für uns. Ja, das motiviert natürlich wieder ganz ungemein und Riesenkompliment wieder an Franz Wohlfahrt, weil der hat vielleicht uns gerettet oder sicherlich gerettet vor einem frühen Stand. Ja. Und jetzt vielleicht anders ausgeschaut. Jetzt schauen wir uns dann noch die Szene an, die zum Ausschluss geführt hat. Denkt man da eigentlich oder will man da nur den Ball spielen? Sie waren ein bisschen zu spät dran, wie man hier gesehen hat. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich bin ein Tick zu spät dran gewesen. Kann man keinen Vorwurf machen, Schiedsrichter ist eigentlich eine rote Karte. Naja, ich habe gehört, ich habe mit Schiedsrichter Stucklick gesprochen, nachdem er in Graz den Grassler ausgeschlossen hat. Es gibt eine Empfehlung der FIFA und auch der österreichischen Schiedsrichterkommission, von hinten und der Seite reinrutschen, ohne Ball den Gegner spielen, bedeutet rot. Habt ihr das gewusst? Ja, sicherlich weiß man das. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin eben zu spät dran gewesen. Es ist sicherlich keine Absicht, jetzt den Gegner verletzen zu wollen, aber man ist halt da schon beim Reinrutschen und wenn er den Ball wegspielt, dann ist halt der Mann da. Und der Toni ist ja der Rambo und auch im Team immer einer der härtesten und konsequentesten. Sind Sie schon öfter ausgeschlossen worden? Es war jetzt eine dritte rote Karte und eine gelb-rote Karte. Aber nie wegen Motschkern, wie man bei uns sagt? Eigentlich nicht, nein, aber eigentlich noch nie eine gelbe Karte wegen Kritisieren. Toni, ein Wort vielleicht jetzt noch zur Entwicklung in Ihrer Mannschaft, die natürlich immer von den Fans als Titelanwärter erwartet wird, jetzt aber eine Verjüngungskur mit dem Horst Rubisch durchmachen muss. Der geht, glaube ich, sogar auf Spionage, holt vielleicht den Landerl aus Pressburg, was ich so gehört habe. Wie schaut der Weg eigentlich in der Mannschaft jetzt aus und gibt der Vorstand auch da Ruhe? Ja, sicher. Der Trainer hat sich mit dem abgegeben, dass eben mit jungen Spielern gearbeitet wird und auch, glaube ich, die Mannschaft. Man muss halt ein bisschen Geduld zeigen, das ist keine Frage. Es sind eben junge Spieler am Werk und die brauchen natürlich ihre Zeit. Und die brauchen die Stütze der Routiniers, wie das Walter Kohl, ja, Franz Wohlfahrt, Andi Ogest. Eine gute Achse. Es sollte die Mischung natürlich dann passen und dann sehen wir wieder besseren Zeit. Okay, okay. Toni, ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Wir wollen uns ja noch die anderen Spiele auch anschauen, vor allem wie es Rapid geht in Salzburg. Aber da muss man noch vorher beobachten, wie es den Verfolgern von Rapid gestern gegangen ist. Den Sturm Graz und der FC Tirol, die haben gestern gespielt. Und Tirol ist weiter ohne Punktverlust geblieben, hat gegen Admira Wacker klar gewonnen. Aber bei Sturm ist es gegen Steyr.